Also, was ist das Ziel heute? Also, ich möchte euch etwas erzählen aus der Praxis. Wie kann ich eigentlich einen bestehenden oder einen neuen Service in die Cloud deployen? Einige Worte dann kurz über meine Firma, über mich. Was sind die Herausforderungen? Was sind die Bedürfnisse? Wie stelle ich überhaupt meine Anforderungen zusammen? Also, was benötige ich? Was benötige ich, damit ich einen Service in die Cloud deployen kann? Ich brauche auch einen Plan, eine Architektur. Am Schluss geht es um die Umsetzung. Und last but not least möchte ich natürlich auch wissen, ob der Service erfolgreich deployed wurde und ich den auch in der Cloud betreiben kann. Ganz kurz über die Stepping Stone GmbH. Uns gibt es jetzt seit 11 Jahren. Wir sind vor allem im Bereich Server und Betrieb zu Hause. Also wir planen nicht nur Infrastrukturen, wir können sie auch betreiben. Sehr viel Propaganda. Ich gehe eigentlich gleich weiter. Kurz über mich. Ich bin einerseits Geschäftsführer des Stepping Stone. Ich habe auch sehr große Erfahrungen im Bereich der Architekturplanung. Wie baue ich eigentlich eine skalierbare Plattform auf? Und ganz klassisch auch in neuen Bereichen DevOps. Also ich bin auch in der Lage, das eine oder andere Konfigurationsmanagement-Skript zu schreiben, das auch zu betreuen. Ich bin in der Open-Source-Welt zu Hause, also mir macht es einen Spaß, dass ich mich nicht um Lizenzen kümmern. Und ich habe auch bereits bei einem oder anderen Open-Source-Projekt dazu beigetragen, dass es besser wurde, sei es im Code oder vor allem halt Issue-Tracking, Bug-Reporting, solche Sachen. Dann die große Frage, wieso soll ich eigentlich überhaupt in die Cloud gehen? Also auf der einen Seite habe ich natürlich eine hohe Verfügbarkeit heute von der IT-Infrastruktur. Manchmal wachsen die Anforderungen schneller, als die eigene Infrastruktur wachsen kann. Ich möchte mich heute länger je mehr auf meine Kernkompetenzen konzentrieren können. Haben meine Mitarbeiter überhaupt das nötige Know-how, eigentlich eine verfügbare, skalierbare Infrastruktur zu betreiben? Die Freiheit, also bin ich jetzt noch vielleicht auf ein oder zwei Kernmitarbeiter angewiesen, die jetzt vielleicht nur im Windows-Umfeld oder im Red Hat-Umfeld gute Kenntnisse haben. Also mit dem Wechsel in die Cloud habe ich letztendlich auch die Chance, Best of Breed zu wählen. Also Amazon Cloud ist vielleicht gut, wenn ich skalieren möchte, aber wenn ich Support benötige, gehe ich vielleicht eher zu einem Schweizer Provider. Und aus Kostensicht, oftmals durch den Wechsel in die Cloud, habe ich die tiefen Investitionskosten. Bei Betriebskosten, da kommt es wirklich auf den Fall drauf an. Ich kann unter Umständen sogar die höheren Betriebskosten haben, als wenn ich selber betreibe, bekomme dafür jedoch sicher eine bessere Leistung im Bereich Skalierbarkeit oder Verfügbarkeit. Was sind die Herausforderungen? Wir haben ja meist das Marketing, das hat ein gewisses Ziel, sie möchte ihre Kunden gut bedienen, sie möchte eine gute Verfügbarkeit anbieten, sie möchte eine Skalierbarkeit anbieten, sie möchte einen schnellen Service haben. Alles gute Ziele. Dann haben wir das Marktwirtschaftliche, also ich habe ein Budget, habe jetzt 10 Franken, 100 Franken, 1000, 10.000, wie auch immer. Letztendlich ist das Budget begrenzt. Je nach Branche habe ich dann auch die gesetzlichen Anforderungen, die relativ einen großen Einfluss auf meine Infrastruktur haben. Also wenn ich jetzt eine Bank bin, was passiert mit diesen Daten? Darf ich sie ins Ausland tun? Also kann ich damit zu Amazon gehen? Möchte ich es machen? Bin ich damit auch noch vertrauenswürdig? Und dann kommt noch die Technologie zum Tragen. Zu den ersten drei Punkten, das ist eigentlich immer wieder sehr, sehr speziell unterschiedlich bei den Firmen. Ob ich jetzt eine KMU habe, die eine Webseite ins Netz stellen will,
oder sei es jetzt eine Online-Buchhaltung. Sie haben zwar in vielen Bereichen, es baut auf derselben Technologie auf, aber trotzdem völlig unterschiedliche Anforderungen. Deshalb war ich mal bei den technischen Herausforderungen, die sind eigentlich überall gleich. Welche Software und welches Betriebssystem ich nutze, hat eine Folge darauf auch schon, wie verfügbar ist meine Applikation. Also unter Windows habe ich ja mit dem monatlichen Wartungsfenster oder monatlichen Software-Updates, werde ich oftmals gezwungen, den Dienst neu zu starten, obwohl ich das eigentlich gar nicht möchte. Unter Linux haben wir dasselbe, dort haben wir die Kernel-Updates. Auf der anderen Seite sind sie dort ein bisschen weiter. Einen großen Teil der Updates kann ich heute bereits im laufenden Betrieb machen, ohne die Applikation neu zu machen. Dann Software-Anpassungen, Konfigurationen. Bedingt es jetzt eine Neustart der Applikation oder bedingt ein Reload gleich dabei? Wir haben aus der Praxis, gerade mit JBoss, mit Glassfish, Beispiele, wo ein Reboot der Maschine, bis wirklich alle Services wieder oben sind, Downtimes von bis zu 15 Minuten. Und das nicht freiwillig. Also es hat dann schon einen sehr großen Einfluss, die Technik auf die Verfügbarkeit, auf der Service dann am Schluss auch so funktioniert, wie es möchte, bis zu einem Service. Dann kommen die üblichen Sachen dazu, das Software-Patching, Security-Fixes, Heartbleed ist ein schönes Beispiel, da werde ich ziemlich massiv von außen gesteuert. Software-Updates, was passiert, wenn die Software in der Cloud ist? Dann ist zwar alles schön in der Cloud, aber ich trotzdem Software wird nicht weiterentwickelt. Ob ich jetzt in der Cloud bin oder lokal bei mir, was passiert, wenn ich die Daten aktualisieren muss? Kann ich das im laufenden Betrieb machen? Oder muss ich zum Beispiel einen Shop, muss ich den offline nehmen, wenn ich dort Preis anpassen möchte, wenn ich einen neuen Katalog ausspielen möchte? Oder habe ich dort auch ein Konzept, wo ich vielleicht einen Teil des offline nehmen kann? Gesetzte Fall, ich habe mehrere und kann es dort in aller Ruhe machen und dann quasi im laufenden Betrieb wechseln. Das sind wirklich die technischen Herausforderungen, die einen großen Einfluss auf die Architektur, auf die Zielarchitektur haben. Was sind meine Bedürfnisse? Also, wenn ich jetzt eine Webseite habe, ist es natürlich tragisch, wenn die offline ist, in den Arbeitszeiten. Ab in der Nacht irgendwo, wenn ich dort ein Wartungsfenster habe, zwischen 2 und 3, spielt es in der Schweiz keine Rolle. Wenn ich aber jedoch einen internationalen Konzern bin, gehen wir nochmal zurück zum Beispiel von Nestle, diese Webseite, die muss rund um die Uhr laufen. Bei der Verfügbarkeit, was verliere ich, wenn das System nicht da ist? Also verliere ich Geld, verliere ich Reputation, dann spielt es keine Rolle. Wie groß ist die Anzahl der Besucher? Die Besucher jetzt pro Stunde, pro Tag, pro Woche, pro Monat, habe ich saisonale Schwankungen. Sportverbände zum Beispiel haben sehr starke saisonale Schwankungen. Shop, Dezember, der muss online sein. In der Nacht spielt es nicht unbedingt eine Rolle. Was ist meine Erwartungshaltung bezüglich Wachstum? Also, bin ich jetzt ein expandierendes Geschäft, Uber zum Beispiel, die werden wohl davon ausgehen, dass sie weiterhin expandieren. Ein KMU in der Schweiz, der hat ein begrenztes Wachstum, ein begrenztes Zielpublikum, eine Schreinerei, die richtet sich wirklich an die Region. Also es sind völlig entgegengesetzte Anforderungen. Und das muss ich mir eigentlich im Klaren darüber werden, was ich dort möchte. Und wie lange kann ich mir leisten, dass eine Webseite offline ist oder die Applikation? 1 Stunde oder 8 Stunden, 2 Tage? 99,9%, das heißt 8 Stunden offline, möchte ich die wirklich am Stück haben. Und besser als so erfüllt, an meinem Geschäft geht es nicht mehr.
Man kann sich auch überlegen, wie lange soll der Dienst überhaupt online sein? Also wenn ich jetzt eine Promo habe, Zweifelsnacks, Homechips, neue Marke oder neues Subprodukt, dann läuft die Webseite drei Monate und dann muss ich wohl kaum patchen. Kann ich das Ding starten, laufen lassen und nach drei Monaten stelle ich es auf. Hingegen, wenn ich jetzt eine Business-Applikation habe, eine CRM, ein ERP, dann ist es für mich sehr wichtig, dass ich diese Applikation laufen patche. Vielleicht noch allgemeine Anforderungen, Rahmenbedingungen, die man sich auch überlegen muss, wenn ich mir darüber klar geworden bin, was meine Anforderungen grundsätzlich sind, kann ich mir auch überlegen, brauche ich ein Data Center, brauche ich zwei, müssen diese Data Centers 10 Kilometer auseinander sein, kann es in Deutschland stehen, kann es in den USA stehen. Wie schaut es mit der Energieversorgung? Einerseits aus der lokalen Provider, EDB. In der Schweiz haben wir kaum Probleme mit der Stromversorgung. Je weiter ich Richtung Afrika gehe oder vielleicht auch gewisse Bereiche in Südamerika, umso schwieriger wird es dort mit der Stromversorgung. USV ist sicher auch ein Thema, Notstromaggregat. Das Netzwerk, genügt mir ein einfacher Anschluss? Oder muss ich auch wieder redundant sein? Muss ich gar georedundant sein? Wie skalierbar muss die Infrastruktur sein? Wenn ich ein soziales Netzwerk aufbaue, klar, ohne Skalierbarkeit geht es gar nicht. Dann seid ihr wieder beim Schreiben zu bleiben. Da genügt eine relativ einfache, überblickbare Basisinfrastruktur. Benötige ich einen Server-Load Balancer-Dienst? Also habe ich mehr als einen Server? Falls ja, dann sicher. Irgendwann kommt auch da die Frage, muss ich diesen Dienst nicht nur lokal in einem RZ hochverfügbar gestalten, sondern auch über mehrere Standorte eben ausgebaut werden. Ganz, ganz wichtig ist auch die Erwartungshaltung an das Monitoring zu stellen. Was erwarte ich vom Monitoring? Möchte ich Trends sehen oder nicht? Möchte ich proaktiv alarmiert werden? Sind auch immer wieder Sachen, die für den Betrieb relativ wichtig sind, aber auch wiederum Kosten. Wo möchte ich sparen, wenn es teuer wird? Dasselbe eigentlich für den PKD-Dienst. Brauche ich den? Falls ja, zu welchen Tageszeiten? Ja. Einige Beispiele, wie solche Requirements aussehen könnten. Ein typisches Beispiel ist, ich brauche 99,9% Verfügbarkeit rund um die Uhr. Also ich mache mir nicht allzu große Gedanken, es muss einfach so sein. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt ein ERP habe, dann muss ja diese Applikation online sein, wenn meine Leute arbeiten, wenn ich Geld verdiene, dann erwarte ich unter Umständen eine höhere Verfügbarkeit, in diesem Fall 99,99%, was schon relativ anspruchsvoll ist, dafür brauche ich es nur von Montag bis Freitag zwischen 9 und 4. High Scalability Required, also ich benötige Hochverfügbarkeit dann, wenn ich eine bestimmte Anzahl Leute geografisch verteilt habe. Kann eine klare Anforderung sein. Dafür benötige ich kaum Datenwachstum, weil ich habe zum Beispiel eine kleine Website, die nichts anderes macht als YouTube-Videos zusammen, aber die Videos selber die bleiben eigentlich Mensch. Also auch hier wieder Verfügbarkeit wichtig, Datenwachstum nicht. Eine weitere Anforderung ganz klar, Shop. Ich benötige den Shop online ab Mitte November bis Ende Dezember. Wenn er dann offline ist, verliere ich massiv Geld. Sind alles schöne Anforderungen, aber immer nicht vergessen, ich benötige das Budget im Hinterkopf. Es nützt mir nichts, wenn ich sage, ich brauche Hochverfügbarkeit, aber ich habe 2000 Franken pro Jahr zur Verfügung. Dann muss ich entweder am Budget arbeiten oder ich muss an meinen Anforderungen arbeiten. Nun, ein typisches Beispiel einer Applikation.
eine Web-Applikation, heute, wenn wir in die Cloud gehen, haben wir in den Regel-Web-Applikationen, sei es jetzt ein Content-Management-System, sei es ein Document-Management-System oder eine OwnCloud zum Beispiel. Auch dort wieder, ich habe meistens einen Caching-Bereich, also die Bereiche, die ich immer wieder, die sich nicht ändern, an den möglichst schnell rausgehen soll. Dann habe ich einen Webserver, sei es Apache, Nginx. Ich habe die Applikation selber in OwnCloud, baut auf PHP. Im Hintergrund habe ich eine Datenbank und irgendwo sind dann die Daten auch abgelegt. Jede dieser einzelnen Layer, die kann ich nahezu beliebig skalieren. Die einen kann ich skalieren, indem ich einfach mehrere Kisten nebeneinander stelle. Das letzte Referat in diesem Track ist Michael Eichenberger von Stone. Er wird uns etwas erzählen über Deploying as Service into the Cloud. Bitte. Was ist das? Da komme ich. Also, was ist das Ziel heute? Also, ich möchte euch etwas erzählen aus der Praxis, wie kann ich eigentlich einen bestehenden oder einen neuen Service in die Cloud deployen. Einige Worte dann kurz über meine Firma, über mich. Was sind die Herausforderungen? Was sind die Bedürfnisse? Wie stelle ich überhaupt meine Anforderungen zusammen? Also was benötige ich? Was benötige ich, damit ich einen Service in die Cloud deployen kann? Ich brauche auch eine Planung der Architektur. Am Schluss geht es um die Umsetzung. Und last but not least möchte ich natürlich auch wissen, ob der Service erfolgreich deployed wurde und ich den auch in der Cloud betreiben kann. Ganz kurz über die Stepping Stone GmbH. Uns gibt es jetzt seit 11 Jahren. Wir sind vor allem im Bereich Server und Betrieb zu Hause. Also wir planen nicht nur Infrastrukturen, wir können sie auch betreiben. Sehr viel Propaganda. Ich gehe eigentlich gleich weiter. Kurz über mich, ich bin einerseits Geschäftsführer des Stepping Stone. Ich habe auch sehr große Erfahrungen im Bereich der Architekturplanung. Wie baue ich eigentlich eine skalierbare Plattform auf? Und ganz klassisch auch in neuen Bereichen DevOps. Also ich bin auch in der Lage, das eine oder andere Konfigurationsmanagement-Skript zu schreiben, das auch zu deployen. Ich bin in der Open-Source-Welt zu Hause, also mir macht es einen Spaß. Dass mich nicht um Lizenzen kümmern und ich habe auch bereits bei einem oder anderen Open Source Projekt dazu beigetragen, dass es verbessert wurde, sei es im Code oder vor allem halt Issue Tracking, Bug Reporting und solche Sachen. Dann die große Frage: Wieso soll ich eigentlich überhaupt in die Cloud gehen? Also auf der einen Seite habe ich natürlich eine hohe Verfügbarkeit heute von der IT-Infrastruktur. Manchmal wachsen die Anforderungen schneller, als die eigene Infrastruktur wachsen kann. Ich möchte mich heute in Länge je mehr auf meine Kernkompetenzen konzentrieren können. Haben meine Mitarbeiter überhaupt das nötige Know-how, eigentlich eine verfügbare, skalierbare Infrastruktur zu betreiben? Die Freiheit, also bin ich jetzt noch vielleicht auf ein oder zwei Kernmitarbeiter angewiesen, die jetzt vielleicht nur im Windows-Umfeld oder im Red Hat-Umfeld gute Kenntnisse haben. Also mit dem Wechsel in die Cloud habe ich letztendlich auch die Chance, Best of Breed zu wählen. Also Amazon Cloud ist vielleicht gut, wenn ich skalieren möchte, aber wenn ich Support benötige, gehe ich vielleicht eher zu einem Schweizer Provider. Und aus Kostensicht, oftmals durch den Wechsel in die Cloud, habe ich die tiefen Investitionskosten.
bei den Betriebskosten, da kommt es wirklich auf den Fall drauf an. Ich kann unter Umständen sogar die höheren Betriebskosten haben, also im selben Getreide, bekomme dafür jedoch sicher eine bessere Leistung im Bereich Skalierbarkeit oder Verfügbarkeit. Was sind die Herausforderungen? Wir haben ja meist das Marketing, das hat ein gewisse Ziele, sie möchte ihre Kunden gut bedienen, sie möchte eine gute Verfügbarkeit anbieten, sie möchte eine Skalierbarkeit anbieten, sie möchte einen schnellen Service haben. Alles gute Ziele. Dann haben wir das marktwirtschaftliche, also ich habe ein Budget, habe jetzt 10 Franken, 100 Franken, 1000, 10.000, wie auch immer. Letztendlich ist das Budget begrenzt. Je nach Branche habe ich dann auch die gesetzlichen Anforderungen, die relativ einen großen Einfluss auf meine Infrastruktur haben. Also wenn ich jetzt eine Bank bin, was passiert mit diesen Daten? Darf ich sie ins Ausland tun? Also kann ich damit zu Amazon gehen? Möchte ich das machen? Bin ich damit auch noch vertrauenswürdig? Und dann kommt noch die Technologie zum Tragen. Zu den ersten drei Punkten, das ist eigentlich immer wieder sehr, sehr speziell unterschiedlich bei den Firmen. Ob ich jetzt eine KMU habe, die eine Webseite ins Netz stellen will, oder sei es jetzt eine Online-Buchhaltung. Sie haben zwar in vielen Bereichen, es baut auf derselben Technologie auf, aber trotzdem völlig unterschiedliche Anforderungen. Deshalb bleibe ich mal bei den technischen Herausforderungen, die sind eigentlich überall gleich. Welche Software und welches Betriebssystem ich nutze, hat eine Folge darauf auch schon, wie verfügbar ist meine Applikation. Also unter Windows habe ich ja mit dem monatlichen Wartungsfenster, monatlichen Software-Updates, werde ich oftmals gezwungen, den Dienst neu zu starten, obwohl ich das eigentlich gar nicht möchte. Unter Linux haben wir dasselbe, dort haben wir die Kernel-Updates. Auf der anderen Seite sind sie dort ein bisschen weiter. Einen großen Teil der Updates kann ich heute bereits im laufenden Betrieb machen, ohne die Applikation neu zu machen. Dann Software-Anpassungen, Konfigurationen. Bedingt es jetzt eine Neustart der Applikation oder bedingt ein Reload, bleibe ich dabei. Wir haben aus der Praxis, gerade mit JBoss, mit Glassfish, Beispiele, wo ein Reboot der Maschine, bis wirklich alle Services wieder oben sind, Downtimes von bis zu 15 Minuten. Und das nicht freiwillig. Also das hat dann schon einen sehr großen Einfluss, die Technik auf die Verfügbarkeit, ob der Service dann am Schluss auch so funktioniert, wie es möchte, wie es sein sollte. Dann kommen die üblichen Sachen dazu, das Software-Patching, Security-Fixes, Hardware ist ein schönes Beispiel, da werde ich ziemlich massiv von außen gesteuert. Software-Updates. Was passiert, wenn die Software nicht reif ist? Dann ist zwar alles schön in der Cloud, aber ich trotzdem, Software wird nicht weiterentwickelt. Ob ich jetzt in der Cloud bin oder lokal bei mir, was passiert, wenn ich die Daten aktualisieren muss? Kann ich das im laufenden Betrieb machen? Oder muss ich zum Beispiel einen Shop, muss ich den offline nehmen, wenn ich dort Preis anpassen möchte, wenn ich einen neuen Katalog ausspielen möchte. Oder habe ich dort auch ein Konzept, wo ich vielleicht einen Teil des offline nehmen kann, gesetzt dabei, ich habe mehrere, und kann es dort in aller Ruhe machen und dann quasi im laufenden Betrieb wechseln. Das sind wirklich die technischen Herausforderungen, die einen großen Einfluss auf die Architektur, auf die Zielarchitektur haben. Was sind meine Bedürfnisse? Also, wenn ich jetzt eine Webseite habe, ist es natürlich tragisch, wenn die offline ist, in den Arbeitszeiten, aber in der Nacht irgendwo, wenn ich dort ein Wartungsfenster habe, zwischen 2 und 3, spielt es in der Schweiz keine Rolle. Wenn ich aber jedoch einen internationalen Konzern bin, gehen wir nochmal zurück zum Beispiel von Nestle, diese Webseite, die muss rund um die Uhr laufen. Bei der Verfügbarkeit, was verliere ich, wenn
das System nicht da ist, also verliere ich Geld, verliere ich Reputation, dann spielt es keine Rolle. Wie groß ist die Anzahl der Besucher? Die Besuche jetzt pro Stunde, pro Tag, pro Woche, pro Monat, habe ich saisonale Schwankungen. Sportverbände zum Beispiel haben sehr starke saisonale Schwankungen. Shop, Dezember, der muss online sein. In der Nacht spielt es nicht unbedingt eine Rolle. Was ist meine Erwartungshaltung bezüglich Wachstum? Also, bin ich jetzt ein expandierendes Geschäft? Uber zum Beispiel, die werden wohl davon ausgehen, dass sie weiterhin expandieren. Ein KMU in der Schweiz, der hat ein begrenztes Wachstum, ein begrenztes Zielpublikum. Eine Schreinerei, die richtet sich wirklich an die Region. Also es sind völlig entgegengesetzte Anforderungen. Und das muss ich mir eigentlich im Klaren darüber werden, was ich dort möchte. Und wie lange kann ich mir leisten, dass eine Webseite offline ist oder die Applikation? Eine Stunde oder 8 Stunden, 2 Tage? 99,9% heißt 8 Stunden offline. Möchte ich die wirklich am Stück haben? Und besser als so erfüllt, an meinem Geschäft geht es nicht mehr. Man kann sich auch überlegen, wie lange soll der Dienst überhaupt online sein? Also wenn ich jetzt eine Promo habe, Zweifelsnacks, Homechips, neue Marke oder neues Subprodukt, dann läuft die Webseite 3 Monate und dann muss ich wohl kaum patchen. Kann ich das Ding starten, laufen lassen und nach 3 Monaten stelle ich es ab. Hingegen, wenn ich jetzt eine Business-Applikation habe, eine CRM, ein ERP, dann ist es für mich sehr wichtig, dass ich diese Applikation laufen patche. Vielleicht noch allgemeine Anforderungen, Rahmenbedingungen, die man sich auch überlegen muss, wenn ich den Dienst, wenn ich mir darüber klar geworden bin, was meine Anforderungen grundsätzlich sind, kann ich mir auch überlegen, brauche ich ein Data Center, brauche ich 2, müssen diese Data Centers 10 Kilometer auseinander sein, kann es in Deutschland stehen, kann es in den USA stehen. Wie schaut es mit der Energieversorgung einerseits aus der lokalen Provider, EDB, in der Schweiz haben wir kaum Probleme mit der Stromversorgung. Je weiter ich Richtung Afrika gehe oder vielleicht auch gewisse Bereiche in Südamerika, umso schwieriger wird es dort mit der Stromversorgung. USV ist sicher auch ein Thema, Notstromaggregat. Das Netzwerk, genügt mir ein einfacher Anschluss? Oder muss ich auch wieder redundant sein? Muss ich gar georedundant sein? Wie skalierbar muss die Infrastruktur sein? Wenn ich ein soziales Netzwerk aufbaue, klar, ohne Skalierbarkeit geht es gar nicht. Dann seid ihr wieder beim Schreiben zu bleiben. Da genügt eine relativ einfache, überblickbare Basisinfrastruktur. Benötige ich einen Server-Load-Balancer-Dienst? Also habe ich mehr als einen Server? Falls ja, dann sicher. Irgendwann kommt auch da die Frage, muss ich diesen Dienst nicht nur lokal in einem RZ hochverfügbar gestalten, sondern auch über mehrere Standorte eben auszubauen. Ganz, ganz wichtig ist auch die Erwartungshaltung an das Monitoring zu stellen. Was erwarte ich vom Monitoring? Möchte ich Trends sehen oder nicht? Möchte ich proaktiv alarmiert werden? Sind auch immer wieder Sachen, die für den Betrieb relativ wichtig sind, aber auch wiederum Kosten. Wo möchte ich sparen, wenn es teuer wird? Dasselbe eigentlich für den Pickerdienst. Brauche ich den? Falls ja, zu welchen Tageszeiten? Ja. Einige Beispiele, wie solche Requirements aussehen könnten. Ein typisches Beispiel ist,